can't pull a bow right now. I sure hope I can. I never really got the hang of it. You'll be fine. So. Gut, dann wollen wir mal mit Charles hinterher, ne? There's meat up here for sure. Pearson doesn't know what he's talking about. Now the weather's eased off a bit, they'll be needing to feed. Na, hat er recht. Da hat er recht. Wir können ja schneller reiten, ne, wenn ich jetzt hier antippe. Wenn ich V drücke, dann haben wir ja die Cinematic-Kamera. We'll head up this way. Find some higher ground. Easy. Been a wild few days, all right. I ride north from Blackwater. Getting stuck in the storm. Bringing John back in. You've had a lot put on you. I wish I could have done more. I didn't mean it like that. Just a lot to think back on. I still don't really know what happened on that boat. Me neither. Well, Javier told me a bit, but it sure weren't good. Das muss, die Geschichte will ich auf jeden Fall wissen, wie das da auf dem Boot weiterging. Das muss eine Farce gewesen sein. Aber auch selbst die Geräusche der Pferde durch den Schnee, ne? Mega geil. Dieses Knirschen des Schnees. There's some patches of grass here. This is good. Let's look down this way. Wo Gras ist, gibt's Futter und dann sind auch Tiere nicht weit. The wind's died down too. That's good. No wind at all is bad, but if it's too strong, they won't move. Now shh. Stay quiet. Okay. Hey, stop here a second. I see something. Aber selbst das Wasser hier, ne? Easy. Cool, echt. Okay, 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 okay. There's deer been here recently. How can you tell? How can you not? Let's walk it from here. Keep down. Ja, Gehirsche. Du machst weniger Lärm, wenn du dich geduckt bewegst. Drücke linke Steuerung, um dich zu ducken. Genau. Haben wir ja gemacht, ne? You see the tracks? I think so. Maybe not. Focus. Don't run. Ah ja, jetzt habe ich diesen Adlerblick. Pferde folgen, Kuh. Ah, das ist wie bei Witcher, ne? Dann zeigt er mir das an. Once you get your eye in, you'll be able to track nearly as well in grass and woods. Wo ist der Hirsch? Wir folgen seiner Spur. Muss mich ja langsam bewegen, ne? Da geht's, windet er sich. Da vorne habe ich ihn gesehen. Okay, das Adlerauge, das muss ich auch selbstständig wieder deaktivieren, ne? Das macht er nicht von alleine, zumindest. Down there. You see him? Sicher. Quick, get that bow out, Arthur. Aim for their head or neck. We want a good, clean kill.
Okay, halt! Okay. Take the shot. Nice. See if you can get another one. Sehr gut. Noch ein anderes. Okay. Ah, da geht's noch weiter, ne? Da können wir jetzt mal. Indem du es rufst, während du es im Visier hast, das gibt dir eine bessere Chance, einen sauberen Treffer zu erzielen, da es den Kopf hebt, bevor es wegläuft. Okay. Auch interessant. Da, ich sehe es. Geradeaus, ne? Zwei sogar. Okay, können wir das jetzt hier häuten oder was? Ne, also anzeigen tut dir jetzt nichts, dass wir jetzt hier irgendwas machen können. Aber wir sollen jetzt mal die Fährte verfolgen, ne? Ich verstecke mich hinter dem Baum. Sehen Sie mich nicht? Wie soll man Lärm machen? Wie geht das denn? Weil da hat er seinen Kopf oben. Okay. Ah, mit R rufen. Informationen zu erhalten. Untersuchen mit Q. Ah, jetzt kann ich es untersuchen. Q halten. Ein Weißwedelhirsch. Kompendium aktualisiert, halte F1 gedrückt, um dir Details anzugucken. Ach, Herr Jemine, da gibt es ein ganzes Kompendium. Der Weißwedelhirsch kann in einer Vielzahl von Gebieten in sämtlichen Staaten gefunden werden, ist aber in den Wäldern von New Hanover, meine fast Heimat, ne? Lemonade und West Elizabeth verbreitet. Er ist ein Pflanzenfresser, dessen Nahrung unter anderem aus Gräsern, Nüssen, Pilzen, Zweigen und Früchten besteht. Da Hirsche leicht verschreckt werden können, ist es ratsam, möglichst viel Abstand zu ihnen zu halten, um die Chance auf einen erfolgreichen Abschuss zu erhöhen. Distanzwaffen wie Bogen mit Giftpfeilen oder Gewehre gelten als die bessere Wahl für die Jagd der Hirsche. Während Hirschfelle zur Herstellung von Gegenständen dienen, kann ihr Wildfleisch zum Kochen verwendet werden. Alles klar, untersucht, aufgespürt, getötet. Sehr geil. Und das Kompendium ist bestimmt nicht klein. Ausrüstung, Tiere, Fische, Banden. Das muss ich mir dann natürlich nach und nach dann auch noch aneignen. Wir wollen aber wieder zurück. So. Okay. Das ist auch ein Weißwedelhirsch, denke ich mal. Ah, verdammt. Okay. You pick up one, I'll get the other. You sure your hands are okay? It'll be fine once I get it on my shoulder. Alles klar. Der kriegt das hin, so. Wir sollen R gedrückt halten und dann nehmen wir das ganze Reh auf die Schulter. Drücke H, um nach deinem Pferd zu pfeifen. Baue weiter Verbundenheit zu deinem Pferd auf, damit sich die Reichweite erhöht, indem er auf dein Pfeifen reagiert. Okay. Aber wie mache ich mehr Verbundenheit mit meinem Pferd? Das ist die Frage. Hannover, genau. Die da kommt es angelaufen. Ich habe alle Tiere gefunden. Echt? Das ist ja auch eine Challenge, ne? Oh, meine Ausdauer ist im Arsch. Wahrscheinlich. Weil verstauen, ja. Weil das Reh so schwer ist, ne? Ich kann ja mal kurz auf die Gegenstände gucken. Ups. Ah ja, genau, alles klar. Vorräte. Angebrochenes Wundertonikum. Mit Mausrad natürlich, ne? Oder mit Q und E. Kleidung, Winterhandschuhe.
Wir werden auf jeden Fall Kekse, ein paar Kekse essen. Aber die machen natürlich nichts mit meiner Ausdauer. Toll. Wieder verkackt. Hier, Bohnen. Bohnen sind gut für die Ausdauer. Oder Dosenpfirsiche. Kidneybohnen auch. Essen wir aber Bohnen nochmal. So, Ausdauer ist wieder gut. Rauf aufs Pferd und trifft dich mit Charles. Der ist hinter uns. Sehr gut. Alles klar, also wir können uns annähern an Tiere, ranschleichen und ja, dann ja, sie untersuchen mit Kuh und dann auch rufen. Dann würden die eher Kopf heben und dann kann man die leichter killen. Ready to head back when you are. Come on, then. Let's head back. Ja, das werde ich auch machen. Also das ist ja hier. Aber wenn man sich hier schon umguckt, ne? Da fühlt man sich doch wie zu Hause. Du kannst Tierkadaver bei Pearson abgeben, um zu den Vorräten der Bande beizutragen. You found him. I knew you'd be okay with that bow. It's easier when they ain't shooting back. We've seen enough of that. Considering how things were looking a couple of days back. Well, maybe our luck is finally on the turn. Seems to me we should be putting our effort into getting off this mountain now. Soon. People are still weak, and well, you've seen how snowed in those wagons are. They ain't going nowhere until we get some more thaw. You're probably right. And even if we do get off here, what then? We'll still have a big price on our heads. This is a big country. We'll find somewhere to lie low. Slugshot, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend und wir sehen uns morgen. Danke fürs Vorbeischauen. Notice how Pearson's had a bottle in his hand ever since we fled Blackwater? We give the camp cook 5 minutes to grab the essentials and go, and he doesn't even bring a crumb of food. Good that we caught more than one. A lot of mouths to feed. And that girl from the ranch now too, but not sure she'll be eating much. She has a wild look in her eye. You would too. She lost her husband, her home, everything she had. So what do we do with her? Once we get out of here and we're back on our feet, we'll see. She might have family somewhere. So it was O'Driscoll's you ran into there? Yeah. Last thing we was expecting. What is it with the O'Driscoll's? You ain't dealt with them? I suppose. Hell, we ain't run into them much the last 6 months. I guess because they've been over this way. Yeah. I've heard a lot of talk about them. Diese Unterhaltung ist immer so geil. We've been scrapping over scores with them for years. Big gang. Nasty sons of bitches. Their leaders, Combe and Dutch, go way back. And not in a good way. Combe O'Driscoll. So watch out. Bear up ahead. Let's see if we can find another way around. Okay. Ooh, you must be real hungry. Stay well back. Spring storms like this are the worst for animals that sleep all winter. Alles klar. Und jetzt? Bären sind üble Zeitgenossen, ne? Das habe ich schon bei Days Gone kennengelernt und auch in anderen Spielen, wo Bären waren. Immer schlimm, immer schlimm. Ich glaube, dafür sind wir noch nicht reif. Der Bär hat dein Pferd erschreckt. Raubtiere in der Nähe machen dein Pferd nervös. Halte G, um es zu beruhigen. Verbundenheit gesteigert. Du hast mit deinem Pferd das Aufbäumen freigeschaltet. Halte beim Stehen, STRG gedrückt und tippe auf Leertaste, um diese Bewegung auszuführen. You didn't expect this. What? Any of this. Blackwater mess. Being up here. Sooner or later a job's gonna go wrong. Nature of life. I just thought you might have moved on by now. You want me to move on? No. No, not at all. I just... I know you could run it alone, no problem. I did that for a long time. I'm done with it.
Always wondering if someone's gonna kill you in your sleep. I still wonder that most nights. I reckon you're okay. This suits me. Sure, I could fall in with another gang, but Dutch. You know, Dutch is different. Oh yes, Dutch is certainly different. He treats me fair. Most of you do. And for a fellow with a black father and an Indian mother, that ain't normally the case. Well, we need you now. More than ever. Good. And how long have you been with these boys? Why ain't you run off? Me? Oh, 20 years, something like that. 20 Jahre sind wir mit denen zusammen. 20 years? Yeah. Taught me to read. John, too. Taught me a few other things, him and Hosea. Huh. I'm sure. Dutch saved me. Saved most of us. That's why we need to stick by him through this. He always sees us right. Eigentlich müssen wir zu Dutch stehen, ne? He's all right. Der macht doch einen ganz vernünftigen Eindruck. I appreciate you letting me take Taima the other night. She's a strong one. It's been as hard on the horses as on the rest of us. I don't know what Dutch would do if something happened to the Count. Same with Bill and Brown Jack. He's a drunk, miserable bastard, but he loves that horse. I hope they all make it. I tried to ride the Count once. Buck me faster than a bull. Won't take nobody but him. Nette Unterhaltung, so zwischen den Reiteinlagen. Wie hat, irgendein Streamer hat gesagt, Reitsimulator. Binde dein Pferd an einen Pfosten. Hier vorne haben wir doch eins. Pferd anbinden. Werden wir doch machen. Come on. Get these over to Pearson. Oh, and thank you for showing me how to use the bow properly. I only showed you a little. Takes a lifetime of practice to entfernen Weißwedel Hirsch. Zack. Rauf auf die Schulter. Und rein in die gute Stube. Well, well, well. Ablegen. Just drop it down in here. Ja, ja, Mann. Hier, da. Zack. What a surprise. Find a camp rat loitering around in the kitchen. Is that any way to greet an old friend? I feel like we haven't spoken for days. Uncle. I do my utmost to avoid you. Why, he loves me, really. It's his sad way of showing affection. No, it isn't. Now shoot, get lost. Well, see you gents later. See, you got on just fine. Charles is a wonder. Have a drink, boys. You earned it. Jesus, what is that? Navy rum, sir. It's the only thing. The only thing. Navy keeps rum. Keeps you saying it does. Yes. Oh. Seems to have done a treat on you. You go rest that hand, Charles. I'll be fine in a few days. You mind helping me with the skinning, Mr. Morgan? It's easier if we do it together. Do I get to skin you? You're always one with the jokes, aren't you? Come on. This really isn't a job for a man with a burnt hand. I'll see you both later. You skin that one that you dumped on the floor there. Alles klar, ich soll den da unten häuten. So, drücke F, um den Hirsch zu häuten. Alter, wie er schön das Fell da abzieht. Krass. Not too bad, Mr. Morgan. Yeah. They always said you were a butcher. You know, you could trade these or sell these in pretty much any town. If you're looking to make a legitimate bit of money, of course. Right now, I'm just looking to get off this mountain alive. Well, if you catch anything else, you bring it to me. Sure. Thank you, Mr. Morgan. Heck, Arthur Morgan's first decent bit of hunting after all these years. Yeah, well, we're on the run now. Everyone's got to do their bit to survive. Just make a good stew. Folk need it. It's been a tough few days. Meisterjäger, 1 von 3 Hirschen gehäutet. Du hast die Meisterjäger-Herausforderung freigeschaltet. Sieh in dein Protokoll nach,
Um weitere Informationen zu erhalten, halt F1 gedrückt, um dir Details anzugucken. Schauen wir doch mal. Und zwar, es war der Weißwedelhirsch, den hatte ich ja schon mal durchgelesen. Tiere, Fische, Banden, Pflanzen, Pferde, Zigarettenbilder, 5 Waffen entdeckt. Wir haben Tiere, das waren ja die Tiere, Ausrüstung. Was ist das hier? Fernglas ermöglicht es dir, in die Ferne zu sehen. Und eine Laterne, eine gewöhnliche Petroleum-Laterne. Fische haben wir noch keinen entdeckt. Banden. Unentdeckte Banden, die O'Driscolls. Informationen über die O'Driscolls. Opportunistische Außenseiter, denen es nur ums Kämpfen, Trinken und Huren geht. 11% entdeckt. Nachdem sie im Westen erfolgreich waren und mit Dutch Bande konkurrierten, sind die O'Driscolls in die Ebenen von Valentine gezogen. Sie nehmen oft neue Mitglieder auf, die sie für austauschbar halten und sind dafür bekannt, mit Banküberfällen schnelles Geld zu machen. Man sagt, sie sind immer auf der Suche nach Spaß und lieben die Huren. Ja, die gefallen mir doch. So, was haben wir noch? Pflanzen, 43 Pflanzen und wir haben noch keine entdeckt. Informationen über Pferde. Gucken, da vorne ein Tennessee Walker. Ach, das Pferd heißt Tennessee Walker. Jetzt verstehe ich das, weil als ich an dem Pferd dran war, stand da Tennessee Walker. Ich dachte, das wäre ja Johnny Walker, irgendwie sowas zum Trinken. Ne? Gewöhnliche schwarze Rabicanos kommen in der Wildnis vor. Waffen haben wir 5. 5 Waffen. Ja, einmal den Kettleman Revolver, ein klassischer Revolver für jeden Zweck. Wir haben hier, eine tragbare doppelläufige Flinte, abgesägte Flinte. Wir haben einen Bogen zur Jagd und zum lautlosen Töten. Natürlich unsere Fäuste und sowohl im Kampf wie auch bei der Jagd zum Nutzen ein Jagdmesser. Und wir haben Zigarettenabziehbilder. 1 von 12. Achso, da gibt es verschiedene, Sammelgegenstände. 1 von 12. Wo war denn der? Jetzt habe ich den wieder. Scroll. Da. Fairest Flowers, Gems of Beauty, edle Schönheiten. Eine Sammlung von 12 dekorativen Sammelkarten, die prachtvolle Blumen und edle Schönheiten zeigen. Wenn wir drauf gehen, da haben wir Isabel Barlow, berühmte Schönheiten. Kann man da drauf gehen? Aber wir kriegen keine Informationen, nur das Bild. Eine hübsche Frau auf jeden Fall, Isabel Barlow. Nice. Herausforderung 0 von 90. Mission abgeschlossen, die Nachwirkung der Schöpfung. Mission abgeschlossen, F1. Protokoll. Die Nachwirkung der Schöpfung, weil die Bande fast keine Vorräte mehr hat und am Verhungern ist, schickt Mr. Pearson Art Neutschatz auf die Jagd. Ach, und da haben wir das Protokoll. Töte jeden Hirsch mit einem einzelnen Pfeil. Haben wir gemacht. Erschrecke keinen einzigen Hirsch auf. Töte den zweiten Hirsch mit einem sauberen Abschuss. Wir haben eine Goldmedaille erhalten. Ach, sowas gibt's auch noch. Richtig cool. Ja, mit der Goldmedaille in der Tasche kann uns ja nichts mehr passieren.